choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist NeoLP. Mir ist gerade irgendwas runtergefallen. Ich glaube, das ist ein Kabel. Genau, ein Kabel ist mir gerade runtergefallen. Schon gewundert. Irgendwas ist hier gerade an meinem Bein runtergeschlittert. Und ja, ich begrüße euch zurück zu Honkai Star Rail. Ja, wir machen heute, wir fangen heute den Part an mit einer Gacha, ne? Bevor wir weitermachen, ich werde hier einen Schnitt machen danach und wahrscheinlich dann wieder irgendwann später aufnehmen, ne? So wie es sich gehört. Und ja, neuer Charakter gedroppt, ne? Hier, boom, Lingxia. Und ja, ich will mal versuchen, für sie zu pullen. Ich habe, glaube ich, mal gerechnet. Ich glaube, ich habe 7 Puls oder 8, wenn ich jetzt noch die 5 Dinger dazu rechne, die ich bekommen habe, ne? Das heißt, ja, Chancen könnten gut sein. Ich weiß nicht, ob ich sie bekomme, aber wir versuchen es, ne? All or nothing, ne? Immer hier mein Gacha-Mädel hier ausgerüstet, ne? Ein von best Charakteren. Ich bin hier auf meinem eigenen Schiff, ne? Da ist das Glück doch bestimmt viel besser, ne? Ich habe hier meine eigenen Leute hier, die mich anfeuern. Sehr cool, ne? Gut. Und dann würde ich sagen, wir machen ein bisschen die Gacha und gucken mal, was uns hier hinführt. Lingxia ist irgendwie Abundance. Ich vergesse immer, wie die ganzen. Ich spiele auf Screen das Spiel immer auf Englisch, deswegen weiß ich die ganzen Begriffe nicht. Abundance, das sind Heiler, ne? Also so wie Ho-Ho und Galaga, ne? Also sie ist ein Feuerheiler, so wie Galaga. Bin ich mal gespannt drauf, ne? Natascha, Gneifen und Misha sind noch in der Gacha. Misha habe ich schon maximiert. Ich würde am liebsten mal Gneifen ein paar Mal bekommen. Ich habe so für jedes Mal, wenn sie in der Gacha ist, kriege ich sie irgendwie keine Eidolons für sie. Was ein bisschen doof ist, ne? Ich will sie eigentlich auch gerne benutzen. Und ja, so, ich habe mir wieder einen Snack geholt, ne? Ein Gacha-Snack. Ich habe mir ehrlich gesagt mal so einige Haribo geholt, ne? Haribo. Und keine Ahnung, ich habe mal einen Snack entdeckt, den ich früher mal als Kind gegessen habe. Das sind so, wie heißen die? Fruchtflip. Das sind so ganz runde, mit Zucker übersäten Gummibärchen, ne? In verschiedenen Farben, ne? Sind so kleine runde Drops, sag ich mal. Die habe ich irgendwie als Kind immer voll oft gegessen. Und ich habe mal irgendwie, weiß nicht, so nebenbei habe ich mal irgendwie, weiß ich, mal so einen neuen Laden irgendwie gesucht, wo ich mal ein bisschen einkaufen gegangen bin. Und da habe ich die gesehen. Ich habe mir gedacht, boah, die habe ich doch mal als Kind gegessen, ne? Da muss ich mir direkt in der Tüte mal mitnehmen. Also ich habe hier so einen kleinen Kindersnack hier, den ich hier gerade nebenbei esse. So, ich glaube, wir haben nicht genug normale, ne? Nö. Heute gibt es nur ich wollte nicht Standard-Gacha sagen, ich wollte Dings sagen, Event-Gacha. Ich weiß, die nächste Gacha ist irgendwie auch, ich weiß den Charakter von der nächsten Gacha. Ich glaube, der Charakter heißt Rappa, weil irgendwie, weil nicht so ein Mädel ist, die sieht aus, als würde sie irgendwie mit so einem überdimensionalen Fidget-Spinner kämpfen. Also ja, keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ja, aber die interessiert mich relativ wenig, weil sie hat irgendwie so ein Rapper-Design, irgendwie, da tut es mir irgendwie nicht so an. Deswegen tun wir mal für sie. Ne? Ich glaube, ich habe nicht genug Dinge, um 9 Puls hier zu holen. Ich kann aber einige Punkte eintauschen noch, um mindestens 9 Puls zu holen. Deswegen wir definitiv machen. Und ja, danach wahrscheinlich nicht mehr, weil mehr habe ich nicht. So, ich esse meinen ersten Drop. Oh, ich hatte hier schon als Kind nicht mehr. Seit ich als Kind nicht mehr war, gegessen habe, sind lecker. Früher habe ich auch immer so Bohnen gegessen, aber die habe ich auch mal irgendwann wieder gefunden. So Haribo-Bohnen, auch so gezuckert. Die so lecker. Da rein da. Kommen wir mal. Würde ich auch schon gerne haben. Aber ich habe Fehlschau letztens bekommen. Von daher, vielleicht habe ich mein Glück schon aufgebraucht, aber versuchen wir es trotzdem, ne? So, Honkai Star Rail ist ehrlich gesagt das einzige Spiel gerade von dem Hero spielen. Ja, da habe ich schon maximiert. Wo ich mir unsicher bin über die Gachas. Bei Genshin weiß ich, was so in der nächsten Zeit als Gacha-mäßig rauskommt. Da interessiert mich relativ wenig gerade im Moment. Zendes, da habe ich auch alles schon relativ voraus geplant, ne?
Ich werde den nächsten Gacha pullen. Ich werde mehr als genug Punkte haben, um sie zu holen. Oh, da habe ich noch nicht maximiert. Und weil ich Honkai Star Rail ist im Moment das unklarste von allen, was so Charaktere angeht. Deswegen war ich mir noch nicht so sicher, ob ich sie pull oder nicht, ne? Okay, so. Ich werde verringert gleichzeitig den erlittenen Schaden um 22 Minuten. Das ist vielleicht auch nicht schlecht für Fushuan. So, erster haben wir nicht getroffen. Das heißt, einer von euch muss dran glauben. So. Kann jetzt eine Länge der. Ah, ich dachte, er bleibt liegen. Na, steht wieder auf, schade. So. Nächster Job. So können wir Track keepen irgendwie. Wie viele Dinge wir haben. Das sieht aus wie der Internet Explorer. Okay. Zweiter Drop, der war glaube ich rot. Soll ich noch mal ausspucken und nachgucken? Nee. Ich glaube, es war rot. Einer. Habe ich eigentlich jetzt wieder nur ein Charakter in der anderen Gacha? War jetzt irgendwie nur ein One-Time-Only-Ding? Weil letztes Mal waren ja Robin, Kafka und noch jemand. Ich glaube, schwarzer Schwan, ne? Jetzt ist wieder nur Tobas in der anderen Gacha. So, Natascha, sie benutze ich nicht mehr. Das ist so die Grazheilerin, die du bekommst hier am Anfang des Spiels. Das ist so die Barbara von diesem Spiel, also Barbara aus Genshin Impact. Sie habe ich benutzt, sie ist aber auch Level 80. Aber sie wird viel zu sehr outclassed von allen anderen Heilern. Deswegen lohnt sich sich mehr, sie zu benutzen. Aber warum nicht, ne? In der Tasche angegriffen, jetzt sieht zusätzlich 5 Punkte Energie zurück. Sie gibt es irgendwie auch in Honkai Impact Third, aber da hat sie voll das Badass Design. Irgendwie da hat sie irgendwie kurze Haare, irgendwie. Hat irgendwie so ein Agenten-Outfit oder irgendwie so. Sie sieht viel cooler aus in Honkai Impact Third. Also sie haben sie hier, weil nicht. Ich weiß nicht, ob sie sie hier gebufft oder genervt haben, je nachdem, ne? Ich meine, hier sieht sie auch nicht schlecht aus, aber ich finde sie auch in Honkai Impact 3 irgendwie besser, was ich gesehen habe. Ich habe sie nie gesehen, als ich das Spiel gespielt habe, für einen Monat oder so, aber ich habe gesehen, wie sie so aussieht, ne? Vielleicht packe ich das hier mal hier rein, ne? Lass mich mal irgendwie eine Notiz machen, ne? Jetzt ruhig ich da nachdenken. Vielleicht tue ich mal hier rein. Einpacken. Honkai Impact Word. Natascha. Ich packe hier mal so ein Bild rein, ne? Um zu zeigen, wie sie aussieht. So, dritter Drop, warte mal. Ihr habt wieder nicht bekommen, dass das einer von euch muss wieder glauben. Dann glauben. So, du. Ja. Hey, so können wir echt gut bestimmen, wie viele Dinger wir schon hatten, ne? So, der Drop ist schon im Mund. Einer. Stick ist es drin, ey. Werde ich mal vor 9 Pulls hier den Charakter bekommen. Mal schauen. So, yeah, Gneifen. Endlich mal. So, und noch mal Natascha. Na klar. So, alles klar. Zwei Pretty Ladies haben sich mir angeschlossen. Gneifen würde ich gerne benutzen. Sie ist ein Schaden auf Zeit. Sie ist ein Helity-Charakter, also Schaden auf Zeit. Sie hat auch irgendwie die stärkste Dings hier ausgerüstet. Wo ist Natascha? Sie hat die stärkste, sie ist genau daneben. Die stärkste Lichtkegel, den ich habe für Nichtigkeit-Charaktere. Weil kein anderer den irgendwie gebrauchen kann. Ich habe schon mal online nachgeguckt, irgendwie sie ist der einzige Charakter, der davon am gebrauchen kann. Ja, das ist der hier, den habe ich. Das sind 5 Sterne Lichtkegel, den man hier von simulierten Universen bekommt. Er hat den Brucheffekt, aber das Problem ist, es gibt noch keinen Charakter, der irgendwie so auf Brucheffekt irgendwie erarbeitet, ne? Weiß nicht. Sampo wird irgendwie empfohlen, hier Luca wird empfohlen, beides Charaktere, die ich nicht benutze. Gneifen wird auch irgendwie empfohlen, aber da gibt es bestimmt einige andere Charakter, die viel besser sind. Einige andere Lichtkegel, die noch besser sind. Es muss ein Charakter kommen, der Brucheffekt hat und
der Nichtigkeit angehört, dann wäre das hier super zu haben. Aber im Moment muss man das hier erstmal abwarten. Der Schaden durch Gneifen feuchten brennender Leid wird Energie von Gneifen schon wieder Energie herstellen. So, sie ist auch voll hübsch. Sie ist auch von den Designs her irgendwie, ich glaube, einer der besten Charaktere. Ich stehe also auf Rotschöpfe, ne? Sie ist eigentlich auch irgendwie einer der gut aussehendsten Charaktere, so neben Rune May, muss ich sagen. So, wir haben schon wieder nicht gewonnen, also boom. Stirb. Sie werden alle sterben. Einer dachte mal, da war ja der dritte, ne? So, nächster. Ich will mal einen grünen Drop. So, der wird mir Glück bringen. Oh. Rainer, vielleicht sollte ich den erstmal vorher aufessen, bevor ich am Pullen bin. Ne? Wenn ich das jetzt nicht schaffe, ich habe ja noch ein paar Tage, ne? Ich habe ja noch ein paar Tage. Und Misha, dich habe ich schon. Wo ich noch ein bisschen, weil ich Gacha-Währung hier farmen kann. Aber es wird nicht für zweimal neuen Puls reichen. Deswegen muss man irgendwie aufhören. Irgendwann. Weil sonst es reicht einfach nicht hier, ne? Es reicht nicht die Zahl. So, das ist das für März. Ist das ihr persönliches Ding? Die Verteidigung sieht ganz danach aus, ne? So. Erhöht nach Kampfeintritt den Widerstand aller Typen von einem Verbindung um 11% dauerhaft. Ja, ne? Klingt irgendwie so, ne? So, stirb. Ich habe gesagt, stirb, stirb, Alter. Und du eben. So, unser vierter. Ihr müsst mich besser anfeuern, Leute. So, Non-Drop. Welche Farbe? Gelb. No. Diesmal zu Ende essen, ne? Müssen alles ausprobieren. Vielleicht sollte ich mit meinem eigenes Gacha-Ritual irgendwie hier zusammenstellen, um irgendwie eine Lösung zu finden. So, vollkommen runtergeschluckt. Weiter geht's. Ich stelle mir mal so ein Gacha-Ritual irgendwie gleich zusammen. Beim nächsten Poll. Schaffe ich gar nicht. Ich will echt komplett leer sein. So, Natascha. Das war der letzte, glaube ich, ne? Es wird nur noch Gneifen. Okay. So. Natascha haben wir jetzt maximalisiert, ne? Ja. Dann der Schaden verursacht zusätzlichen vierten Schaden in Höhe von 40%. Das ist nicht schlecht. Das sollte ehrlich gesagt jeder Heiler haben, ja. So. Herzliche Gnade. So, wie sie haben wir maximiert, gut zu wissen. Stirb. Einer nach dem anderen. So. Neues Ritual. Okay. Grüner Drop in den Mund. Die Glocke wird geläutet. Der Rasierer wird angeschmissen. Der Bleistift wird geworfen. Keine Ahnung. Keiner. Hat nicht funktioniert. Curse you. Schau mal wieder. Warum? Ich mal gleich gucken. Ja, was damit zu tun mit der Waffengacha? Weil ist bei der Standard-Gacha immer, habe ich so Gefühl, ich kriege immer die Charaktere in der Standard-Gacha, die auch irgendwie in der Event-Gacha gerade erhöhte Chancen haben. Ne, die ist nicht da. Hey, das ist eine neue. Das war eine für
für Most. Ist Trias um 28% bei Kampf nach dem Führerschein. Ja, natürlich auch gut zu haben, ne? So, stirb. So, kannst du mal aufhören. Aufhören auszuweichen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Puls waren das schon. Boah. Was habe ich gerade bekommen? Ich habe mehr als das Ding jetzt bekommen, ne? So. Es wird genau darauf ankommen, ja, dass ich hier ein Ding hier umwandeln muss. So, boom. Okay. So, 2 Puls habe ich noch. Ne, 1 Puls habe ich noch. Die restlichen muss ich dann umwandeln, ne? Je nachdem. So, rot. Genauso wie ihre Füße, ne? Boom. Rainer. Ah. Ne. Natürlich muss ich noch meine Spanische ankratzen. Ich merke gerade, Misha. Ich habe schon. Ich merke gerade, meine Aufnahme zeigt nicht wieder die Zeit an, wie lange ich aufnehme. Kann vielleicht sein, dass ich jetzt hier wieder meine Aufnahme sich aufgehängt hat oder so. Schon wieder, Misha. So. Ich guck mal nach, was da los ist. So, nee, die Aufnahme lief alles. Meine Aufnahmeding will mir nur einen Streich spielen. Alles klar. Gut. Boom. Das war jetzt die Nummer 7, ne? So, jetzt muss ich hier wieder Punkte umwandeln. Was ich ein bisschen nervig finde. Kann ich das von hier aus machen? Ich kann das hier, ne? Möchtest du nicht genügend Traumsplitter verbrauchen? Ich habe keine Traumsplitter. So, boah, 485. Lass mich mal kurz rechnen. Wie viele Dinger brauche ich dafür? Warte mal, wie viel brauchte ich? Puh, 485, das heißt, ich brauche 160, 320, 480, aber ich brauche 4 Stück. So, ich habe aber genug Punkte bekommen jetzt durch meine Gacha gerade. So, ich kann mir noch 50 Stück holen, auf die ich natürlich nicht zugreifen werde. Ich will nur gucken, wie viel, was ich noch bekommen werde, ne? So. Möchtest du 6 Mal? Ich habe doch genug. Ich so 960. Hab ich falsch gerechnet? Ne, wir haben genau 5 gefehlt, ne? Glaube ich. So. Boom. Na, bitte lass mich nicht noch 10 ankratzen. Na, einer. So, okay, das ist es. Aber ob sie es ist, das ist wieder die Frage. Mal schauen. Ich war ziemlich glücklich. Hat ziemlich viel Glück in letzter Zeit. Mal schauen. Wenn sie es nicht ist, dann war es das leider. Okay. Nice. Okay, mein Glück hört einfach nicht auf in diesem Spiel. Es ist ekelhaft. So, ey, und noch Kneifen, ausgezeichnet. Oh, meine letzten Sachen gallern alle ganz am Ende. Wow, ich habe bis jetzt jeden Charakter, den ich haben wollte, jemals in diesem Spiel. Das ist so ekelhaft. Ausgezeichnet. Ich habe wieder einen neuen Charakter zum Hochgrinden. Geil. So, schaut sich euch mal an. Gott, hat sich wenigstens gelohnt. Ich wusste, heute hatte ich ein gutes Gefühl. Was wollte ich machen? Kneifen. Oh. So, und wie gesagt, der nächste Charakter ist irgendwie diese Rapperin, die mich irgendwie nicht so interessiert. Von daher ist das nicht so schlimm, ne? Tun wir wieder sparen. Weiß nicht, was danach kommt. Aber ist ja auch egal. Und ein einsamer Überlebender. Du darfst leben. Erzähl weiter, was du gesehen hast.
Ja, dann gucken wir uns natürlich hier sie mal an, ne? Wir können sie schon ein bisschen hochleveln, ne? Ich habe schon ein paar Sachen hier angesammelt, hier Erfahrungspunkte. Ich habe extra angesammelt, weil ich nicht wusste, ob ich sie bekomme oder nicht, ne? Boom. Vielleicht kriege ich da noch ein paar Dinger für die Standardgacha zusammen. Mal schauen. Nicht genug Material habe. Ja, die Erfahrungspunkte hochzukriegen wird jetzt nicht das Problem sein, ne? Level, meine ich. Nur die Materialien, ob ich die ab, ist wieder die Frage. So, ja, ich immer noch. Da gucken wir uns die gleich natürlich noch mal an, ne? Was sie so drauf hat, ne? Guck mal, wie viel Erfahrungsdinger ich noch hab. So, jetzt muss ich grinden dafür, schade. Okay, ich habe sowieso 8. Nee, das schaffe ich nicht. Da müsste ich sie noch bis Level so und so hoch pumpen, aber davon habe ich noch nicht genug. Ich habe immer noch 948. Ich könnte mir irgendwann mal hier so eine 5-Sterne-Waffe endlich mal holen. Aber ich würde dann, da ich ja gerade 0 habe, mehr oder weniger, muss ich erstmal sparen. Ich habe jetzt 47 Puls, aber da muss ich mir erstmal keine Gedanken machen für die nächsten Tage, ne, für den nächsten Monat. So, und hier die Events, die kann ich jetzt alle spielen, wenn ich die Story weitergemacht habe, was ich irgendwann mal machen muss, ne? Und wir gucken uns jetzt mal an, was sie so drauf hat, ne? Ich habe die anderen Charaktere ja schon gemacht, weil ich die ja schon alle hab, ne? Und wir gucken uns mal an, was sie so kann, ne? Sie ist eine Heilerin, glaube ich, ne? Da ist mal noch mal kurz ein Bonbon, ne? Okay, beschworene Objekte können Gegner automatisch angreifen. Wenn Ninja oder ihr beschworenes Objekt angreift, wird bei allen verbindenden LP wiedergestellt. Örtin von Gegner erlitten einen Bruchschaden. Sie hat wortwörtlich. Sie ist auch auf Bruchschaden, so wie Galaga. Was war das? Wer so eine. Die ist auch voll hübsch. Genau, wir spielen sie ja gerade in der Story, ne? Ich habe da noch gar nicht weitergespielt. Wir spielen sie ja auch gerade in dieser Story. Vielleicht habe ich sie ja bis dahin schon hochgelevelt, ne? Muss mal kurz gucken. Ich habe noch ein bisschen Treibstoff übrig. Was hat... Das können wir ja mal sehen. So, für Gegner einen geringen Feuerschaden zu. Fügt allen Gegnern geringen Feuerschaden zu. Stellt gleichzeitig bei allen Verbünden LP wieder her und die Aktion von Fuyuan wird vorgezogen. Ich nehme mal das hier. Hier dieser kleine Fuchs der, ne, nehme ich mal an, aber es sind zwei von denen. Nebellandschaft erhöht den erlittenen Bruchschaden aller Gegner, fügt allen Gegnern Feuerschaden zu und stellt gleichzeitig bei allen Verbünden LP wieder. Die Aktion von Fuyuan wird vorgezogen. Schaut Fuyuan durch einen Satz der Fertigkeit bei Fuyuan Aktion für das Folgeangriff aus. Folgeangriff. Da allen Gegnern geringen Feuerschaden zufügt, fügt zusätzlich einen zufälligen Gegner wegen Feuerschaden zu. Ich nehme Beginn der nächsten Kampf sofort früher und Schaden. Ich meine, sie muss ja eigentlich gut sein, ne? Sie ist ein 5-Sterne-Heiler. Der letzte Heiler, den ich bekommen habe, ist Ho-Ho, glaube ich. Dann sag mal. So. Und sie kann fliegen. So, da ist Himeko. Oh. Ich bin so froh, dass ich hier sie bekommen habe. Das gibt's einfach nicht. Ich habe so viel Glück in diesem Spiel. So, dann zeig mal das hier. So, sie greift alle Gegner an. Alle Gegner. Mal den hier. So, sie hat da irgendwie der 3. Was bedeutet das? Unten. So. So. Dann zeig mal. Ultimate. Oh. Oh, nice. Ich finde gar nicht, warum, verstehe gar nicht, warum sich Leute über ihr Design irgendwie beschweren. Ich finde sie voll hübsch. So. Na, dann machen wir euch noch fertig. Warum muss ich gegen ihren Boss kämpfen? Das ist ein Weltboss hier. So gut wie.
Was bedeutet die 3 bei ihren Klamotten? Wieder gar nicht angezeigt. Backup-Tänzer. Ja, werde ich schon checken. Boom. Sie soll eine Heilerin sein? Ich hoffe, sie ist so eine automatische Heilerin. So wie Lu Chao heißt der, glaube ich, ne? Der soll ja der beste Heiler des Spiels sein. Na, mal schauen. Marshmallow Hase. Ich habe eine Archiv mit gerade bekommen. Boom. Alles klar, cool. Und für ein Geräusch. Bist du halt immer noch? Aber wir sind alle wieder am Leben. Ich habe mal versucht, alle von denen gleichzeitig zu erledigen. Hat aber kein Archiv mitgegeben, glaube ich. So, cool. Allerdings schon in einen Kampf, um Fuyan bis zum Sieg auf dem Feld zu behalten. Okay. Zeig mal. Das heißt, sie wäre ja eigentlich perfekt in meinen jetzigen super starken Team, ne? Und das hier, das ich hier gerade benutze. Das ist eigentlich das Team, das hier alles irgendwie gerade one-shottet. Wir sind ja noch stärker. So. Packen wir dich mal rein. Ich nehme an, sie unterhält sich mit Hanya. Entweder Hanya oder Maus, nehme ich an, ne? So, Eye Animation. Wenn ich jetzt darauf warte, dann kommt wahrscheinlich sowieso nichts, ne? So, passiert immer irgendwie, wenn ich hier den Charakter wechseln will. Ja, jedes Mal, wenn ich Idle Animations provozieren will, dann funktioniert das nicht. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwie so random durch die Charaktere irgendwie scrolle, dann sehe ich nur Idle Animation. Nice. Ich weiß nicht, an wen mich ihr Design erinnert. Ihr Design erinnert mich an irgendjemanden, ich weiß nur nicht wen. Vielleicht irgendwie Su Shang aus Honkai Impact Third. Sieht irgendwie fast genauso aus, bin mir nicht sicher, aber ihr Design erinnert mich irgendwie an jemanden, ich weiß noch nicht wen. Sie hat 11 Ohren, sehe ich gerade. So, was gebe ich denn hier? Ich habe ja nichts. Was hat ihr in der Runde ist jetzt ein zufälligen 5 wieder, ja, dessen aktuelle die bewirkte Heilung ist jetzt um 15% erstellt beim Einsatz der Fähigkeit für alle 5 Minuten 3 Punkte. 3%. Ich habe auch gar nicht so viele Abundance Klamotten. Erhöht beim Einsatz der Fähigkeit und des Ultimates der bewirkten Heilung des Triggers um 24%. Ja. Warum habe ich nur 4 Stück? Also so wenig nur. Gibt's halt nicht so viele Heiler, ne? Bitte bewegt der Heilung des Triggers um 15%. Ich glaube, das wäre eigentlich am besten. Ne? Ich habe beim Einsatz der Fertigkeit für alle Verbündete 3% Energie, weil ja, wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Wenn ich ihre Fertigkeit oft einsetzt werden, ne? Das wäre natürlich auch gut, ne? Aber das ist die für Galaga. Stellt nach dem Einsatz des Shanna gibt die IP eines Triggers und bla bla bla. Ja, das ist eigentlich perfekt für ihn. Und das Dreh und die Wirkte haben am Einsatz des Ultimates. Ja, muss ich halt irgendwie gucken, ne? Entweder die oder die sehen gut aus. Keine Ahnung. Muss ich mal nachschauen. Gut. Würde ich sagen, weg schon wieder. Ah, der Gesichtsausdruck. Gut, ich habe einen neuen Charakter zum Hoch. Grinden finde ich klasse. Haben wir wieder, habe wieder bekommen, was ich mir vorgenommen habe. Ich habe schon wieder einen Charakter bekommen, den ich mir vorgenommen habe. Muss mir erstmal keine Gedanken mehr um die Gacha machen, außer in der übernächsten Gacha kommt ein geiler Charakter, den ich haben will. Aber ja,
Wenn das der Fall ist, dann habe ich halt Pech gehabt. Ne, gut. Jedenfalls sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ne, nicht danke fürs Zuschauen. Wir werden ja nach weiterspielen. Ne, bis dahin werde ich schon wieder irgendwie, ja, weiß nicht, weiter aufnehmen. Ne, wir machen dann die Story ein bisschen weiter. Ich werde dann sie bis dahin schon ein bisschen hochgezogen haben. Ne, mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie viel Treibstoff ich hier gerade habe. Ich glaube, ich habe ein bisschen angesammelt. Nö. Ja gut, aber so in der Woche oder so werde ich das schon irgendwie alles zusammengegrindet. Ich weiß sowieso nicht, was ich gerade grinden soll. Ich tue die ganze Zeit Relikte farmen, das ist absolut Pain, weil ich ja nichts bekomme, was ich brauche. Von daher, ja, kommt mir halt gerade recht, ne? Gut, dann sage ich, wir sehen uns bald wieder, ne? In ein paar Minuten, ein paar Sekunden, und dann sehen wir sie vielleicht schon ein bisschen hochgelevelt, ne? Mal schauen. Also, los geht's. So. Was war das? Okay. Bis gleich. So, ungefähr 10 Minuten nachdem ich Link schon gepult habe, habe ich sie schon ein bisschen hochtrainiert, indem ich all meine Erfahrungsbücher in sie reingepumpt habe. Sie ist jetzt schon Level 60. Und ja, ich habe immer noch irgendwie genug, um sie auf Level 70 zu bringen. Aber diese Dinger muss ich jetzt hier farmen. Und dafür brauche ich Treibstoff. Und ich habe gerade ein bisschen Treibstoff verballert. Das heißt, das wird heute nichts mehr. Aber ich habe, weil ich sie ja ein paar Mal hier gelevelt habe, habe ich wieder ein paar normale Standard-Gacha-Tickets bekommen. Ich würde sagen, die pullen wir auch direkt noch, ne? Hängen wir noch irgendwie so dran, ne? Ich habe jetzt 10 davon, ne? Boom. Ich habe meine Bonbons schon weggepackt. Ich habe jetzt keinen Bock, die jetzt noch mal rauszuholen, obwohl die wortwörtlich direkt hinter mir sind. Und wir gehen einfach mal hier rein und tun noch diese Dinge auch noch verballern, ne? Weil damit ich nicht extra warten muss, ne? Bis zur nächsten Aufnahme oder so, welche, was auch immer kommt. Deswegen, ja, tun wir die 10 Standard Gacha Puls auch noch verbraten und machen dann Feierabend. Bis diese Folge hier weitergeht. Also ich mache Feierabend. Für euch fängt die Folge wahrscheinlich gerade erst an, so richtig, ne? So, was kriegen wir hier noch? So, das Spiel ist übrigens wieder auf Englisch. Ich habe jetzt keinen Bock gehabt, noch mal auf Deutsch umzustellen, aber ist ja nicht schlimm, ne? Ah, irgendwas. Irgendwas. Da. Subscribe for more. Ich glaube, den habe ich schon maximiert. Oh. Bin mir ziemlich sicher, den habe ich maximiert. Wenn ich mich nicht, wenn ich wüsste, wo der ist. Oh, den habe ich auch noch nicht. Stimmt, den habe ich auch letztes Mal noch gezogen, habe ich noch gar nicht reingepackt. Wenn ich die jetzt finden würde, ne? Wo ist es? Hier, der ist maximiert, den brauche ich nicht mehr. Und wenn ich das jetzt finden würde, ne? Ich glaube, der benutzt ja auch gar nicht. Ja, genau, hier ist der. Subscribe for more. Das ist für die Hand. Ja, ich habe nicht so viele Handcharaktere. So, ich habe ehrlich gesagt schon alle Klamotten hier schon so ausrüstungsmäßig für sie hier parat gehabt, ne? Sie skaliert auf Brucheffekt, so wie ich das verstanden habe, ne? Weil sie irgendwie hier, habe ich nämlich gesehen, sie hat hier, wo war es? Ihre Werte, glaube ich, werden, glaube ich, erhöht, je nachdem, wie hoch ihr Brucheffekt ist. Ne? Increases units attack or outgoing healing boost by an amount equal to 25% or 10% of break efficiency. Ja, das heißt, sie skaliert auf Brucheffekt. Und was auch geil ist, sie skaliert nicht auf HP wie die meisten Heiler, sondern auf Angriffskraft. Ne? Hier macht Schaden, je nachdem, wie viel Angriffskraft sie hat. Macht Schaden und heilt so viel, je nachdem, wie viele Angriffspunkte sie habt. Deals Fire Damage to the Attack und heilt Leute, je nachdem, wie viele Angriffspunkte sie hat. Also sie skaliert gar nicht auf HP, ne? Weil bei den meisten Heilern, ehrlich gesagt, ist das so, die skalieren darauf, wie viel HP man hat, ne? Sie macht mehr Schaden, wenn sie mehr HP hat, ne? Sie heilt mehr, wenn sie mehr HP hat, ne? Das ist eigentlich normalerweise immer der Fall. Aber sie skaliert auf Angriffskraft, was ich meiner Meinung nach viel einfacher finde zu bauen. Und ich habe genug Dinger hier parat gehabt. Ich habe ja sozusagen jetzt zweimal Brucheffekt gegeben, ne? Mit diesen ganzen normalen Sets hier. Normalerweise kann man hier immer Recommended irgendwie
reinpacken, aber das wird immer nur so angezeigt, je nachdem, was andere Spieler spielen. Aber da sie erst seit heute oder gestern, ich glaube, seit gestern ist sie erst draußen, da sie erst seit gestern draußen ist, ich glaube, erst heute ist sie rausgekommen, ne? Da sie erst seit heute draußen ist, gibt es natürlich noch nicht viele Spieler, die bei denen man das vergleichen kann, ne? Deswegen, ja, wird das hier nicht angezeigt. So, ich habe ihr mehr oder weniger fast genau das gleiche Set gegeben wie Robin, ne? Also sie hat auch hier zweimal Angriffskraft, hier ist Brucheffekt, das hatte ich noch irgendwie übrig gehabt. Ich hatte zwei Brucheffekt-Sets ausgerüstet, um ihren Brucheffekt zu erhöhen, um ihre Angriffskraft und ihre Heilung zu erhöhen, ne? Und ich glaube, sie ist relativ einfach zu bauen, was sehr cool ist. Und ja, das ist das Einzige, was ich hier gerade geben kann, ne? Aber als Heiler braucht sie ja wahrscheinlich, glaube ich, nicht so super starke Sachen, ne? Na gut, das wollte ich hier noch reinschneiden, ne? Haben leider nichts bekommen in Sachen Standard-Gacha, aber was soll's. Und ja, wir sehen uns dann, wenn jetzt hier die Story weitergeht, ne? Also ja, bis gleich. Bis dahin wird sie wahrscheinlich schon hochtrainiert sein, ne? Mal schauen. So Leute, da bin ich wieder. Wir machen natürlich, wir haben noch nicht genug Content für den Part, deswegen mache ich jetzt so 20 Minuten weiter, ne? Gut, damit wir den Part auch noch füllen können, ne? Damit ich den Part auch fertig rendern kann und also was, ne? Linksha habe ich auf Screen schon ein bisschen trainiert, sind jetzt wieder, weiß nicht, eine halbe Woche oder so vergangen. Hab sie bisher so weit hoch trainiert, ne? Level 75. Lichtkegel habe ich immer noch den hier, obwohl ich diesen Jahr am Hochtrainieren bin gerade. Spuren ist alles fast erledigt. Und Klamotten habe ich ihr diese Klamotten gegeben. Ich glaube, zu den Dingen hier, also nee, wie kann man da nachgucken nochmal empfohlen, ne? Hier. Ja, ist noch nichts, weil sie noch neu ist, ne? Das ist immer hier die empfohlenen Sachen, die hier andere Spieler benutzen, werden ja meistens mal angelistet, aber da sie noch der neue Charakter ist, ne, gibt es noch nicht viele Leute, die sie haben und wahrscheinlich nicht viele Leute, die irgendwie, weiß nicht, von denen man die Daten irgendwie zugreifen kann, ne? Aber ich weiß, sie wird auf Brucheffekt und Angriffskraft gescaled. Ich finde, das ist jetzt nicht so schwierig zu erreichen. Gibt es wahrscheinlich, ich glaube, für sie ist irgendwie dieses ganz neue Set hier am besten. Weiß das hier das oder so, ne? Wenn der Trevor, ja, irgendwie so was oder das hier, ne, da kann ich das ist eigentlich mehr so für Galaga, glaube ich, und für Firefly Glühwürmchen, aber egal, wir machen das Beste aus dem, was wir haben, ne? Da ist das ganze Spiel sozusagen zusammengefasst. So, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, worum es hier ging. Ich weiß, ich glaube, dann Hang, Linksha und noch jemand sind, glaube ich, hier. Wir haben mit Hanya geredet, genau. Und gleich in der Halle. Gucken wir mal, vielleicht komme ich wieder drauf. Der Shogun, okay, ich wollte doch. Ich wollte erst sagen, der Shogun, aber ich war mir nicht sicher. Genau. Dieser eine Wolfsboss ist ja jetzt hier. Entkommen, ne? Der Hule. Jetzt verstecken die sich alle. おそらくそれがホリジンを古族に変形させていたのでしょう。端的に言ってしまえば、古族とホリジンは同源の種族。今は見た目こそかけ離れていますが、遺伝子の面では両者に大きな違いはありません。 Ja, der muss ja irgendwie was trinken oder so, ne? Der Boss. Okay, dann Hang redet alleine, aber mein Hauptcharakter und 7. März haben sich. Okay, ah, nee, ich muss für sie reden, ne? Okay, nochmal hat sich schnell wieder ihre Waage gestellt. Der kennt sich mit dem Ton solcher Anregungen. Ne? Ja, mein schnelles Stoff hält das heute die Wirkung von solchen Substanzen nicht lange an. Ich bin außerdem jetzt vollkommen immer überzeugt, dass dieser eine Wolfsboss wirklich irgendwann ein Boss sein wird. Kann ich aber gleich sagen, wie ich darauf komme. Kann
Hat das irgendwas mit Jing Liu zu tun? Und sie ist ja auch Mara befallen. Das ist diese blauhaarige mit der Stirn, mit der Augenbinde. Die hat ja auch diese Befallung. Und die ist, deswegen ist sie auch so irre, ein bisschen. Normalerweise verwandeln die sich in diese Monster hier, die Gegner, die herumlaufen auf diesem Planeten, wenn die Mara befallen sind, aber sie hat noch ihre menschliche Gestalt, ist aber mit der Psyche nicht mehr so dabei. Okay. So, na gut. Und wir sind jetzt hier. Ich habe sie übrigens offscreen noch gar nicht gespielt. Deswegen weiß ich noch nicht, was sie alles drauf hat. Das ist eine Truhe. Oder? Nee. Ich suche verdächtige Hinweise auf dem Fluchtweg. Okay, der Grund, warum ich mir sicher bin, dass es einen neuen Bosskampf geben wird, ist... kann ich nicht hier, ich muss sie hier. Weil man braucht ja, um die Skills der Charaktere hoch zu leveln, muss man ja, bestimmte Materialien haben. Wo ist denn jetzt meine? Ja, hier ist sie, da ist die. Man muss ja hier verschiedene Materialien haben, ne? Diese Dinger, die kann man ja so, muss man jetzt zu so bestimmten Orten hingehen, da muss man hier oben rechts seine tägliche Energie verballern, ne? Und ja, dann kann man diese Sachen farmen, die man hier für die Skills alle braucht, ne? Und um diese speziellen Skills hier zu farmen, muss man Boss-Materialien aufopfern. Und da habe ich gesehen, Echo des Krieges. Und Echo des Krieges ist, ja, da bin ich hier drauf gegangen und boom, das ist noch nicht verfügbar. Und Echo des Krieges sind die wöchentlichen Bosse, ne? Also hier, die, das sind Echo des Krieges, ne? Da kannst du gegen Sonntag kämpfen, gegen die ganzen Story-Bosse, die man im Spiel bekämpft hat, ne? Was bedeutet, irgendwann kommt hier ein Waldboss, neuer. Und ich nehme mal an, es wird vielleicht Huley sein, gegen den wir kämpfen müssen, ne? Na, mal schauen. So, da sind Gegner, aber ich möchte die ungern bekämpfen, wenn ich ganz ehrlich bin. Wohl eigentlich schon. Ein Gefangener liegt zusammengesunken auf dem Boden. Sein Körper ist unnatürlich auf innatürliche Weise verrenkt. この部分の骨を砕いたようです。この力。おい、わかりました。普通のホリジンに出せるものではないな。大方、フーレがやったのだろう。俺はまだガンスター。その、そのホリジンは本当にそこまで凶暴なのですか?私は君より長く生きている分、戦争も多く経験している。で、ボタフォン、リンクス、アインが、ファグね、フォン、ジングリオね。最も、ジングリオ、ステアカーズ。 Ja, der General, glaube ich. Lore weise. Aber ich bin mir nicht sicher. Sie gehört auch irgendwie zu dieser, zu diesem Quartett, zu diesem Schwertquartett oder so. So wie Blade und er und noch jemand, der gestorben ist. Ja, warte mal, heißt ja Jing Liu ist ja verdammt alt dann. Ja, Jing Liu. Sendai-Kenshu-ga-Sou-Jin-De-Fu-Rei-No-Ugoki-O-Fu-Ji-Te-I-Na-Katta-Da. あの対戦を生き延びたのはたったの数人だ。暁が輝き、血の光が飛び交う。ロータヒメル。あの時目に映ったのは、あたり一面の赤だった。それなら、なぜその悪獣を捕らえた後、処刑せずに投獄したのですか?なんて、私も、あ、しかし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 、あ、し
ハンガンたちが構成の効果に放り込んで焼き尽くしているのです。いわゆる不死とは名ばかりのものに過ぎません。この世に不死不滅のものなど存在するはずがないでしょう。なぜラフはそのような癌を今まで抑え込む道を選び、今回のように手のつけようのない事態を引き起こしたのですか？ああ、なるほど。ラフ人は慈悲深くて寛容ですからね。 きっと探偵士に寄生する害虫ですら、駆除する殿は忍びないと思ったのでしょう。そのくせラフを救おうとした医者は使命に遅るなんて。レーサー殿は私に不満があるようだな。薬王秘伝が復活したことについては私に責任がある。フーレがなぜ Wir haben ihn gefragt und er hat gesagt, er macht nie wieder was Böses. Wir haben ihn geglaubt. Da kommt jetzt eine Rückblende. Okay, oder so. Ich dachte, wir tun jetzt hier so eine Rückblende oder so spielen. So, du gehst mal aus dem Weg. Ich kämpfe nur, wenn es notwendig ist. Ja, habe ich mir schon gedacht. Dann kommen wir her, ein Stück. Aber hab daneben geschossen. Boah. Na warte. Ah, verdammt. Konter ist nicht bereit. Aber jetzt ist er bereit. Mit einem meinen neuen Charakter. Alles klar. Ich habe keine Ahnung, was ich hier noch mache. Facial habe ich auch noch nicht so oft benutzt. Was mache ich hier nochmal? Sie heilt alle, ne? Wenn sie halt einsetzt, oder? Warte mal, kann ich ja mal sehen, kann ich sehen, was sie so alles hat, Fähigkeiten. Da steht nicht, welches Level das ist. Steht aber überhaupt da? Ja, doch da. Ja, 10. Ah, sie hat alles auf 10, ist klar. Oder? Energiekosten 10, Widerstandsreduzierungswert 10. Nee. Ich wollte. Nee, aber steht bei ihr steht nicht hier. Ja, 6, 8, da rechts auf der rechten Seite über Widerstandsreduzierungswert. Ja, 6, 8, 9, ja, okay, weil hier sehen wir halt einfach nicht, warum nicht, lass mich doch einfach sehen, dann sehe ich halt, wie weit ich hier das hochballern muss. Wow. So, und bei jetzt genau die gleiche Geschichte wie Acheron, sie kann ihre Ultimate einfach einsetzen, weil sie so ein eigenes Energieding hat, ne? Es ist eigentlich Verschwendung, nicht ihre Ultimate einzusetzen. So, ich habe auch gecheckt, wie das hier funktioniert, ne? Man hat ja zwei verschiedene Angriffe. Der Dreieckangriff ist irgendwie stärker, wenn man Gegner angreift, die noch ein Schild haben, also wie er zum Beispiel, ne? Boom. Und der Angriff, der Viereckangriff ist irgendwie stärker, deswegen ist der jetzt auch gerade am Blinken, ne? Wenn die Gegner gebrochen sind. Ja, da ist, wenn der Gegner ein Schild hat, setze ich Dreieck ein. Wenn der Gegner nicht mehr ein Schild hat, setze ich Viereck ein. Und es bringt auch nichts irgendwie, weil das kann irgendwie ihre Ultimate kann irgendwie da steht der 1 von 12, ne, oben links, neben ihren Namen. Und es bringt nichts, das vollkommen aufs Maximum, glaube ich, hoch zu ballern, so wie ich das verstanden habe, weil sie immer und immer wieder die gleiche einsetzt, immer die gleiche Ultimate. Also es bringt nichts, ihre Ultimate, ihre Ladung irgendwie auf 12 hoch zu leveln oder so, so wie ich das verstanden habe jedenfalls. Das heißt, man muss sie eigentlich so schnell wie möglich einsetzen. Ich habe mal irgendwie gedacht, wenn man den ganzen Balken hochlädt, dann ist ihre Ultimate viel stärker oder so. Aber ist, glaube ich, nicht der Fall, glaube ich. Ich habe sie noch nicht so oft gespielt, deswegen weiß ich das noch nicht. Breite drehen aus, um kurz etwas zu suchen. Also sind halt immer erst so Sachen, die man erst lernt, wenn man die Charaktere spielt. Und ich habe die alle beide noch nicht so oft gespielt. Jemand Feishao geben die uns auch mal irgendwann hier zum Testen, ne? Okay. Ich denke mal, dieser Duft kommt irgendwie von Lingshan, ne?
Skillpunkte. Ah, endlich mal Skillpunkte. Oh mein Gott. So, da müssen wir hin. Aber was ist hier noch? Ich muss nicht gegen euch kämpfen, aber lass mich mal sehen. Ist hier irgendwas? Nee, ne. Wir sind in einem Story-Gebiet. Ich glaube nicht, dass die irgendwie Schatztruhen sind. Das glaube ich nicht der Fall. Das ist so wie in Genshin, ne? Da gibt es in den Dungeons, da gibt es auch Schatztruhen. Wenn du die verpasst, dann hast du die halt für immer verloren, ne? Kannst halt nicht nachholen, weil du nicht noch mal zweimal da reingehen kannst. Na, warte mal, auf der Seite ist noch. Aber hier gibt es das, glaube ich, nicht, ne? Also ich halt... In dem Spiel gibt es halt keine Gebiete, wo du nie mehr zurückgehen kannst. Ne? In Genshin gibt es ja immer... Gibt es ja immer in den Story-Quests, in den Legenden-Quests und so was alles. Ne? Da gibt es ja immer, weil nicht irgendwie... Am Ende von so einer Quest gibt es immer so eine kleine Dungeon, wo du rumlaufen musst, ne? Gegner erledigen musst. Und... Dann sind da auch ein paar Schatztruhen, ne? Und du kannst da eigentlich durchrennen, ohne die einzusammeln, aber dann kriegst du nie mehr die Schatztruhen. Und das ist ein bisschen doof, weil dann verlierst du halt ein bisschen, weil nicht Primo Gems, ne? Also Gacha-Währung. Ein Gefangener liegt auf dem Boden, auf seinem blassen Gesicht bezeichnen sich sowohl die Freude als auch die Überraschung über die wiedergewonnene Freiheit im Augenblick seines Todes. Oh ja, der Tod. Oh nein, der Tod. Er ist halt nicht er selbst, weil er hungrig ist. Meinst du mit 700 Jahren den Hunger verdrängen? Ich glaube nicht, dass er eine Wahl hatte. Außer er wird dann sterben. Ja, das funktioniert wahrscheinlich nicht, wenn man versiegelt ist, ne? Schwerterwald, genau. So heißt doch Blades Ultimate, glaube ich. Hab ich glaube schon mal gesagt, ne? Ist er irgendwie in Verbindung mit Blade? Weil Blade ist ja auch unsterblich. Hat irgendwie damit was zu tun? Also, was ich gerade gesagt habe, du willst mehr erklären. Das hast du es immer noch nicht erklärt. Ich erzähle es dir später. Jetzt kommt eine Rückblende. Ich werde es dir erzählen. Jetzt gleich, sofort, auf der Stelle. Lass uns weitergehen. So, ich nehme nicht an, dass da oben was ist, aber das war trotzdem hochgehen, ne? Man weiß ja nie, ne? Da ist ja immer noch das optionale Ziel da. Ne, ist es nicht mehr. So, hier sind unsichtbare Gegner. Okay, hier ist nichts. Na gut, dann gehe ich wieder. Okay. Was steht da? Menschen? Menschenfleisch. Jetzt kommen wir endlich mit der Story was ein bisschen weiter, ne? Jetzt, wo ich die ganzen Gachas hier aus dem Weg genommen habe, ne? Hm.
Ja, mal das hier. Wenn wir uns schon was gibt hier. Oh, da sieht nach Gegner aus. Ey, yo, was los? Der Mech, der wie ein Wolf aussieht, ist zu seinem Haufen Blech zerfallen. Die sich aus dem Gerät einschalten, obwohl sie ausgeschaltet wurde. Ja, das weiß ich sogar. この連中が船を襲ったのは同胞を実験に使った博識学会に報復するためか。いいえ、単に あえて貨物の危険性を演出したのでしょう。この人の盲点をうまく突くようなやり方は、ホリジンのいつもの手口とは大きく異なっている。カンパニーも博識学会。MSIFKAN、アルンショーレ。インセンドグリーン、アルスファビクルティ、アビゾクフ。イミリン・マリーネ、ワンピース。やばい、そばそばビラクラ。オーマイガッド、エアステイビラオフ。 2人とも気をつけろ。まだ生きて。 Ich glaub, da. Ich bin weg abgerutscht. War ich denn schon mal gekämpft? So. So. Oh, ja. Lied habe ich schon mal gehört, irgendwie. Gott. So. So. So, mal kontern. Boah. Hätte ich ja gedacht, ne? Ja, trotzdem mal ihre Leiste auf 12 bringen. Mein Gott, nehmen wir viel Schaden. Okay, beruhig. Weiß noch nicht, was ich hier mache. Anfälligkeit, alles klar. Aber oh, wir wurden geil, ausgezeichnet. So, jetzt ist hier Ding auf Level 12, ne? Das macht mal ein. Ich glaube, wir können nicht mehrmals angreifen jetzt, ne? Das geht jetzt auf 6 runter, genau. Boom. Boom, 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 boom. Kann ich jetzt immer noch einsetzen? Wir können ja direkt nochmal einsetzen. Also man kann wortwörtlich ihre Ultimate irgendwie ansammeln, um irgendwie ja voll dicke Schaden zu machen. Ne? Das Ding ist tot. Das ist eigentlich nicht schlecht, ne? Wenn man zum Beispiel gegen Gegner kämpft, irgendwie die ihren Schild irgendwie nicht reduzieren bekommen oder so, dann kann man einfach ihre Ultimate ansammeln und dann irgendwie direkt 2 Ultimates auf die niederprasseln lassen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Und nachdem man sie irgendwie voll hoch gebufft hat oder so, dann kann man ihr Ultimate einsetzen. Man muss immer erst ihren Skill einsetzen, weil danach macht sie irgendwie 3 Runden lang mehr Schaden. Deswegen sollte man die Ultimate immer erst später einsetzen. Tut mir leid. Wird ja ein bisschen aufpassen. Mondwahnsinn. Oder ist das, was Lingjiu hat?
Mondwahnsinn. Aber die ist ja kein Foxianerin. So. Ein Gänsefüßchen Mensch. だが、孤族にとってそれは血に潜んだ避けられない狂気に過ぎない。妖精の医師たちは代々その謎を解き明かそうとしてきたが、解決法は未だに見つかっていない。なぜ堀人は月狂いを制御できるのか。皇族はこの呪いを打ち破れるのか。こうした質問をする者は後を絶たない。もちろん質問をした最初の意図はどれも善意から来るものだ。しかし この世における最難へとつながる道は往々にして善意によって敷かれている。妖精の孤族にとって風霊はオリジンの選手というだけでなく怪物であり研究の対象でもある。奴は知らず知らずのうちに人の心を蝕む猛毒になったんだ。だから、風霊をラフに収容したのですか。 これは名誉ではなく戒めですね。なぜならラフもかつて善行と謳われた指針のために後世への戒めとなる悲劇が起こったことがあるからだ。陰月のな。Das ist ein Hang, ne? Sein früheres Ich. Also hört mal Leute, wir haben hier diesen echt bösen Schuft, ne? Und um euch daran zu erinnern, dass der voll böse war, lassen wir ihn hier noch mal am Leben. Damit ihr sehen könnt, wie böse er ist. Oh, er ist frei. では当時のあなたも均衡を保つために私の師匠を使命に追いやり役を秘伝が復活するのを眺めていたということですか。レーサ殿は先ほど探偵師に寄生する害虫を駆除するのは避け、逆にラフを救おうとした医者を使命に送ったと言ったが、彼女は君に伝えたか。自分が一人よがりな善意にかき立てられ面会の機を狙い、 脱輪直後の炭鉱に前世を思い出させる術を施したこと。何だと。リュウソンが前世の記憶と人格を取り戻せば剣木を見守るという寿命族の役目を続けられるだけでなく、潜伏している勢力に対する抑止力にもなる。さらには一族内部の紛争を鎮め、全てを正しい軌道に戻せる。 これが彼女の考えだった。だが先ほども触れたように、他者への善行の多くは災いの始まりにしかならない。あの事件の後、録音の合議によって探偵師は指定の職を設けないことに決めたんだ。君が来るまでね。それが本当だとしたら、師匠を追放したことに対して感謝しなければ。いや、しょみらフォルはフローグンや。マインコップ。感謝すべきなのは私の方だ。将軍が。私が望んでいるのは両親に恥じないことだ。しかし長命種である以上、その長い人生を恥じることなく生きることは難しい。レーサ殿は師匠の判決に巻き込まれ、 理由もわからぬまま故郷を離れなければならなかった。そして今探偵師は複雑な状況にある。この区域を君が担ってくれるのなら私の肩のにも軽くなるというものだ。そう考えたら感謝してしかるべきだろう。さすがは新作将軍、攻める隙がありませんね。 先に言っておきますが、同盟が私を派遣したのは公務を適切に処理するため、どちらか一方につかせるためではありません。レーサ殿が誰につくかは重要ではない。私たちが動くのは
常に同盟のため。そうだろう。では、先に進むとしよう。Alles klar. Ich komme da schon wieder nicht so ganz mit. Ich ganz ehrlich bin. So viel Informationen, die ein beschert werden. Gibt es hier irgendwie so ein Anker noch in der Nähe? Sonst würde ich nämlich hier einen Schnitt machen. Sieht nämlich so aus, als müssten wir hier rein, genau wo der vorher war. Oh, dann gehe ich auch mal wieder hier raus. Ne? Ich glaube, wir haben schon wieder genug. Ne? Gehe wieder. Ich finde das gut, dass der jetzt hier so getrennt ist, damit ich da nicht aus Versehen drüber stolper. Und ja, dann gehe ich hier wieder raus. Und in der nächsten Folge machen wir die Story weiter, ohne irgendwie Gacha-Unterbrechungen. Ne? Klingt das nach dem Plan? Ja, cool. Dann sage ich danke schon fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.